Servus Leute, hier ist wieder Pogner mit ganz herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Diesmal öffne ich Celebrations und zwar komplett alleine. Und zwar öffnen wir die wunderschöne Pikachu V Union Box. Mega süßes Artwork, diese ganzen Pikachus, die wir hier sehen können. Wir haben insgesamt 4 Celebrations Booster, wir haben Schaurige Herrschaft und ich glaube, Farbenschock kann man hier unten noch ganz schwer erkennen. Wir haben eine XXL-Karte. Und ja, und ich würde sagen, heute machen wir mal so ein Lohnt sich diese Box, weil die Box kostet tatsächlich 35 Euro. Wenn ihr überlegt, eine Zacian-Box kostet einen 10er weniger und ihr habt halt diese Union-Karten nicht. Aber ja, ich würde sagen, ich packe das Ganze mal aus und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Da sind wir auch schon wieder. Wie ihr sehen könnt, ich habe das Ganze mal ausgepackt. Ihr seht hier die wunderschöne V-Union-Karte. 4 einzelne Karten, die ich auch schon in der Hülle gepackt habe. Wir sehen sie hier tatsächlich auch nochmal im Ganzen. Also finde ich echt mega süß, muss ich sagen, mit den ganzen Pikachus. Und mir gefällt tatsächlich das hier unten am besten. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welches ihr am süßesten findet. Das finde ich eh ein bisschen sehr Pichu, aber sehr, sehr nice auf jeden Fall. Die 4 Union-Karten, wie gesagt, haben wir hier quasi das Ganze nochmal einfach in 4 Einzelteilen. Finde ich eigentlich ganz süß, aber solange sie nicht in Packs bringen, ist das vollkommen in Ordnung für mich. Daher kommt jetzt aber einmal auf die Seite und wir kommen zum Hauptaugenmerk. Und zwar haben wir, wie gesagt, Schaurige Herrschaft, wir haben Farbenschock und 4 Celebrations-Booster. Bedeutet von der Packanzahl genauso viel wie bei der Zacian-Box. Dafür zwar quasi eben die Union-Karten, aber ein 10er mehr. Schauen wir mal, ob sich die Box lohnt. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Schaurige Herrschaft an. Danach Celebrations, schwingen auf Farbenschock über und zu guter Letzt erneut Celebrations. Dass ihr jetzt nicht ewig warten müsst und huiuiui. Okay, ich glaube, Schaurige Herrschaft gönnt ganz schön. Ich meine, ich habe da gerade eine Full-Art-Karte gesehen. Wir haben ein Kirlia. Ich hole euch mal ein bisschen weiter runter. Fließender Angriff, Himmelsrolle, doch ein Kickerlo. Brimover, ein Formeo. Kloptopus und huiuiui, da unten leuchtet es ja ganz schön. Was haben wir denn da erwischt? Ein Golbit, ein Smogmog und dahinter haben wir ein Narciss in Rainbow. What the hell? Einfach eine Secret Rare Karte. Okay, diese Pikachu Union Box hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Und guck dir mal, seht ihr mal das, hier das Muster im Hintergrund? Übel, hübsch, nice, okay. Direkt im ersten Pack der Rainbow Hit. So muss das natürlich sein. Finde ich sehr, sehr geil. Dann machen wir als nächstes 2 Celebrations Booster auf. Mal schauen, ob die sich genauso lohnen. Also ich habe mittlerweile wirklich schon einiges an Celebrations geöffnet. Also wirklich einiges. Ich hatte insgesamt, also ihr habt auf dem Channel eine Top-Trainer-Box gesehen. Ich hatte tatsächlich 6, habe 5 Stück davon auf Screen geöffnet. Habe eigentlich mittlerweile so gut wie das ganze Set gezogen. Mir fehlen noch 2 Karten. Mir fehlt das Donphan in Prime. Und mir fehlt das Mega Rare Quasar EX. Wenn wir also eins von beidem heute ziehen können, wäre das überragend. Und wir haben hier ein Cosmowurm gefolgt von einem Zamazenta in V. Okay. Auch das eine Karte, die ich natürlich schon des Öfteren gezogen habe. Aber ein Hit ist ein Hit. Und haben wir hier gerade wirklich, ah ja, Cosmog, Cosmowurm. Fehlt noch Lunala oder Solgaleo. Schauen wir mal, was sich im zweiten Celebrations Booster verbirgt. Also heute auch eher ein kurzes, knackiges Video. Tatsächlich hoffe ich euch noch die Ultra-Top-Trainer-Box zeigen zu können. Ebenso auch den Sammelkoffer, der irgendwann im Dezember kommen soll. Und das Set mit der Pikachu-Figur. Das wäre ganz cool. Eventuell öffnen wir auch nochmal eine Top-Trainer-Box auf dem Channel. Das muss ich schauen, je nachdem. Ich habe nochmal ein paar bestellen können. Wir haben hier ein wunderschönes Zekrom. Gefolgt von erneut einem Cosmog und dahinter haben wir ein Knackrack Level X. Yo, das ist eine sehr, sehr geile Karte und ein surfendes Pikachu. Nice, Knackrack, übel stark. Habe ich tatsächlich auch schon gezogen, aber erst einmal. Und ich finde die Karte echt wunderschön. Centering ist hier tatsächlich auch leider left to right. Dürfte es ein bisschen off sein, wenn ich das hier so richtig sehe. Wobei von hinten geht es eigentlich, von vorne sieht es so ein bisschen so aus. Aber auf jeden Fall eine wunderschöne Karte. Sehr, sehr geil. Und das surfende Pikachu hat mir tatsächlich am Anfang eine ziemlich lange Zeit gefehlt. War die letzte Karte aus dem normalen Set, die ich nicht hatte. Aber ja, mittlerweile auch schon des Öfteren gezogen. Wie es ja tatsächlich normal ist bei dem kleinen Set, das wir hier haben. Ich meine, es sind 25 Karten. Da kann man nicht allzu viel. Oder bei der Anzahl, die ich geöffnet habe, erwarten, dass es fehlt. Ich meine, 6 Top-Trainer-Boxen ist ordentlich. Ich habe tatsächlich dafür aber schon noch eine übel krasse Ausbeute. Also ich habe 2-mal das Golster nach Tara. Ich habe 3-mal das Shiny Mew. Ich habe 1-mal das Glurak. Da hätte ich gerne noch des Öfteren oder noch ein paar mehr. Vielleicht ja heute. Ich habe, glaube ich, 4-mal Lisaflor. 2-mal Turtok. 2-mal das schimmernde Carpador. Hier haben wir ein schönes Flamara. Also leider keinen Hit.
Aber ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Also, wie gesagt, die Ultra-Top-Trainer-Box möchte ich noch öffnen. Ich möchte noch die Pikachu-Figur mit euch öffnen, sofern ich die Produkte dann bekomme. Das ist halt das Schwierige. Die müssten jetzt am Freitag, den 22. dürfte das sein, müssten die auf den Markt kommen. Also für mich in, heute ist Mittwoch, 2 Tagen. Mal schauen, ob das klappt. Wir haben hier ein wunderschönes Lugia gehabt. Ein Yveltal, gefolgt von einem... Oh, Birthday, nein, Rocket Zapdos, nice, okay. Gefolgt von Solgaleo, hier haben wir also auch die dritte Entwicklung. Nice, okay, Rocket Zapdos, sehr, sehr coole Karte. Freut mich sehr, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr oft das Birthday Pikachu gezogen, deshalb gehe ich bei Base Set Electro mittlerweile schon immer davon aus, dass es auch das Birthday Pikachu ist. Rocket Zapdos habe ich, glaube ich, erst 2 Mal, also kann gern so oft wie möglich kommen. Finde ich sehr, sehr geil. Also generell, ich bin in das Set wirklich verliebt. Ich krieg davon einfach nicht genug geöffnet. Deshalb musste ich jetzt auch mit euch diese Pikachu V Union Box öffnen. Wann genau das Video online geht, weiß ich noch nicht. Tatsächlich fehlt ja noch der letzte Part von dem Battle gegen Kevin. Und okay, wie es aussieht, haben wir hier keinen Hit. Wir haben dahinter einen Cosmog leider, gefolgt von einem Full Art Pikachu mit dem krönenden Abschluss. Also auch hier nochmal ein sehr, sehr hübscher Hit. Die Karte habe ich auch schon des Öfteren gezogen, also wirklich schon sehr, sehr oft. Aber muss immer ehrlich, davon kann man nicht genug haben. Also insgesamt muss ich sagen, wir haben eine sehr, sehr gute Ausbeute für 6 Booster. Ihr seht, wir haben 2 Retro-Hits, wir haben eine Rainbow, wir haben Fuller Pikachu, 2 V-Hits. Also für 6 Booster, muss ich sagen, hat sich diese Kollektion auf jeden Fall gelohnt. Bedeutet, würde ich mir die V-Union-Box nochmal holen? Auf jeden Fall alleine. Weil ich sagen muss, einmal so dieses Set zu haben, ist schon echt süß. Also einmal 35 Euro dafür habe ich jetzt gezahlt. Also zahlt wirklich nicht mehr, als ihr müsst, beziehungsweise als der UVP-Preis. Und dann würde ich sagen, wenn ihr 4 Celebrations Boost öffnet, ihr seht, was für eine Ausbeute dabei rumkommen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall da draußen ganz viel Glück. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es doch gerne mit einem Like, einem kostenlosen Kommentar und einem kostenlosen Abo hier auf meinem Kanal gerne wissen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank natürlich auch an 350 Abonnenten, die ich gesehen habe, die wir mittlerweile geknackt haben. Finde ich eine unglaubliche Zahl. Ich bin gespannt, wann wir die 400 erreichen werden. Vielleicht gibt es ja dann das nächste Special oder bei 500, je nachdem. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Macht's gut, haut's rein. Euer Poke. Ciao.